Und dann haben ganz viele geschrieben, wie, aber deine Familie besteht doch etwa nicht aus deinem Kind und deiner Schwester. Da haben wir auf einmal gemerkt so, hä? Das kann doch jetzt nicht sein, dass die ein Problem damit haben. Wir haben so viele Zuschriften bekommen von Frauen, die erzählt haben, sie haben eine Fehlgeburt erlitten und niemanden davon erzählt, weil, naja, das wusste ja noch keiner. Und weil ich es noch keinem erzählt habe, konnte auch einfach gar keiner verstehen, warum ich einfach wochenlang total traurig war. Nina und Lara, aka das Twin Team, sind heute zu Gast. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns auch. Ich bin morgens immer müde, aber abends werde ich wach. Hallöchen! Wir sind Lara und Nina. Genau, man kennt uns bisher eigentlich nur von Instagram unter das Twin Team. Und wir sind Zwillinge. Morgens bin ich so solide, doch am Abend werde ich schwach. Wir machen uns stark für unterschiedliche Familienmodelle. Genau, aber heutzutage haben manche immer noch ein Problem damit, wenn eine Familie nicht Mutter, Vater, Kind ist. Warum? Wir wissen nicht warum. Ihr wisst nicht warum, aber ihr habt auch eine besondere Familienkonstellation. Erklärt uns doch jetzt mal, was ist daran besonders? Ja, eigentlich ist sie gar nicht so besonders. Zumindest wollen wir dahin, dass das gar nicht mehr so besonders ist. Um vielleicht einmal auszuholen, ich bin recht früh Mutter geworden und schon zu Beginn der Schwangerschaft war klar, dass ich diesen Weg ohne Partner gehen werde. Und ja, meine Zwillingsschwester und unser Verhältnis war immer gut. Wir haben das Ganze einfach zusammen gerockt und gar nicht als Eltern, sondern einfach als Zwillingsschwestern. Und wir haben einfach gemerkt, dass das funktioniert einfach super gut und ich bin alleinerziehend oder ehrlich gesagt mag ich mich gar nicht alleinerziehend immer schimpfen, denn es gibt Frauen, die wirklich ganz alleine ein Kind erziehen und das tue ich nicht. Ich habe meine Schwester, ich habe ganz viel Unterstützung, ja, aber das funktioniert unglaublich gut. Aber sobald wir öffentlich wurden, hat man gemerkt, okay, die Gesellschaft braucht einen Namen dafür. Ja. Also seid ihr jetzt Eltern? Nee, ich bin die Tante. Du nimmst aber die Papa-Rolle ein. Nein, ich bin die Tante. Und da hat man aber halt gemerkt, das passt in keine Schublade. Und das war das Problem. Also die Gesellschaft braucht, wenn es eine Frau ist mit einem Kind, muss die Frau aber wenigstens immer sagen, ja, ich suche ja einen Partner. So, wenn ich das nicht tue, dann muss sie aber die fehlende Rolle ersetzen. Die Gesellschaft ist extrem auf der Suche nach Mutter, Vater, Kind, was auch super ist. Also es ist ein tolles Familienkonzept, aber eben eines von vielen. Mhm. Vor etwa 4 Jahren habt ihr damit angefangen, euer Leben im Internet zu teilen. Wie kam das? Das war gar nicht der Plan. Das war überhaupt nicht der Plan. Also der Account, der gehörte quasi mir. Das sage ich auch ab und zu immer wieder. Ich fand Instagram auch immer blöd. Und wir hatten Geburtstag. Ich sage immer, ich hatte Geburtstag. Also wir hatten Geburtstag. Und wir haben ein Foto von uns gepostet, wo wir halt relativ gleich aussahen. Und ich habe irgendwie was darunter geschrieben mit einem schönen Tag mit der Familie und irgendwie mehr braucht es nicht. Und dann haben ganz viele geschrieben, wie, aber deine Familie besteht doch etwa nicht aus deinem Kind und deiner Schwester. Und da haben wir auf einmal gemerkt so, hä, das kann doch jetzt nicht sein, dass die ein Problem damit haben. Und da kam das irgendwie so ins Rollen, dass wir dann gesagt haben, okay, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen was versuchen zu bewegen. Und das ging dann auf einmal ganz schnell. Ja. Was ein Kind braucht, sind liebende Personen, Bezugspersonen, das ist das Geschlecht völlig egal, die Anzahl dieser Bezugspersonen völlig egal, die Wurzeln, die muss es kennen. Das also ich glaube, das ist auch das, was uns am meisten getriggert hat, ist eben dieser Vorwurf oder diese Behauptung, dass ihre Tochter nicht gut aufwachsen kann. Und das ist halt, ich meine, ich bin Sozialpädagogin, das heißt, ich habe auch wirklich in Bereichen gearbeitet, wo ich Kinder erlebt habe und begleitet habe, die einfach unter sehr schweren Bedingungen aufwachsen müssen. Und dann dachte ich so, nee, aber dieses Kind nicht, nur weil jetzt in dem Fall die klassische Papa-Rolle fehlt. Und das sind alles so Sachen, die erzählt werden, wo ich einfach denke, das kann nicht sein, weil das ist auch allen Kindern gegenüber unfair, die einfach auch gar nicht die Möglichkeit haben, mit der Mama aufzuwachsen oder mit dem Papa aufzuwachsen. Aber deswegen haben diese Kinder nicht per se eine schlechtere Kindheit. Die haben vielleicht eine total tolle Beziehung zu ihren Großeltern und werden niemals sagen, ich habe irgendwas Bestimmtes vermisst. Ja. Und das ist eigentlich das, was uns so bewegt und wo wir sagen, wo wir versuchen wollen, die Gesellschaft so ein bisschen wachzurütteln, dass jeder für sich selbst entscheiden darf, was es braucht, um glücklich zu sein. Was sagt ihr beiden dazu? Wie findet ihr so Familienkonstellationen? Also, bunt gemischt. Das soll jeder machen. Wenn ein Kind geliebt wird, egal von wem, ist doch egal, ob man sich
ob das Mann, Mann ist, ob Frau, Frau, ob Mann und Frau, ob es alleinerziehend ist, ob es wie auch immer. Wenn ein Kind geliebt wird, dann ist es doch einfach was Wunderschönes. Und dann ist doch scheißegal, wer quasi die in Anführungszeichen Rollen übernimmt. Diese Rollen brauchst du doch gar nicht. Wir sind auch groß geworden. Bei uns war es auch umgedreht wie das perfekte Familienbild. Bei uns war zum Beispiel unser Papa immer zu Hause, unsere Mutter war immer arbeiten irgendwie. Also so dieser Wald. Da hat er auch schon komische Sprüche bekommen. Ja, das genau. Ist ja noch kleiner. Und selbst dafür wurden wir bei uns in unserem Dorf, wo alles sehr konservativ immer war und so. Ich glaube, da ist auch ganz, ganz, ganz viel zum Aufklären. Aber woran liegt denn das zum Beispiel, dass die Gesellschaft immer noch nicht so richtig hinterherkommt, dass es so viele mehr Familienmodelle gibt, Geschlechtsidentitäten. Eugene, warum sind einige Menschen echt in den 50ern irgendwie hängen geblieben? Ich glaube, das ist irgendwie ist es so einfach. Also, wenn du das nicht kennst, dann kennst du das nicht. Und dann bist du erstmal, weil die Menschen haben ihr Bild, so was die Norm ist und wie Dinge funktionieren. Und dann kommt jemand und sagt, nein, so ist es nicht. Und das Ding ist so, der Mensch identifiziert sich mit diesen Normen und mit diesen Schubladen. Und wenn du dann auf einmal sagst, wir machen es anders, dann hat der Mensch das Gefühl, du nimmst ihm etwas von der Identität weg. So, oh Gott, ich dachte, das Leben wäre und ich wäre, aber jetzt ist es irgendwie alles, oh, ich will nicht, das soll alles so bleiben, damit ich weiß, wer ich bin. So, und ich glaube, der Mensch versucht irgendwie zu beschützen, was er glaubt, was er ist, so, weißt du? Eine eigene Unsicherheit vielleicht dann auch, ne? Das ist irgendwie, und es ist auch, also für mich ist es, ich bin so over it, weißt du? Also, wenn du ein Problem damit hast, dann finde eine Lösung für dein Leben und gut ist so, weil das ist dein Problem und nicht mein Problem und ich mache mein Ding und viel Spaß, viel Erfolg mit dem, was du da vorhast, so, weißt du? So, bleib in den 50ern, ich mach weiter. Weißt du, was ich meine? Lara? Du hast ja auch jetzt eine Norm, sag ich mal, gesprengt, die für andere schon längst gesprengt wurde, aber für wieder andere ist es komplett neu. Du bist, so wie dürfen wir verraten, im 4. Monat schwanger. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber das hat auch ein bisschen gedauert und du hast dir überlegt, schwanger zu werden, aber du warst Single, richtig? Mhm. Sprich, du wolltest ein Kind, aber ohne Partner und 2021 ist das ja möglich. Dass ich ein Kind wollte, war eigentlich schon, also ja, ich glaube so, wie kleine Kinder das halt im Kindergarten sagen, das war für mich schon immer klar. Und ja, und ich war vor anderthalb Jahren auch an einem Punkt, wo es mir echt schlecht ging und wo ich auch in einer psychiatrischen Einrichtung war, weil ich mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und wie du schon sagst, man befasst sich super viel mit sich selbst und wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich für mein Leben und was will ich vor allem nicht für mein Leben? Und das, was ich möchte, warum habe ich es bisher noch nicht getan? Und das war, glaube ich, für mich halt so ein, ja, auch so ein Schlüsselmoment und habe mir einfach gesagt, okay, du bist 29 oder da war ich 28. Ich hatte das Gefühl einfach, ich möchte endlich Mama werden. Das war so ein inniger Wunsch von mir. Und dann war aber dieser Wunsch immer ganz weg, weil, okay, du hast aber irgendwie gerade nicht den richtigen Partner an deiner Seite und dann geht das ja nicht. Und bis dann auch jemand zu mir gesagt hat, so, das geht schon. Und ich meine, nee, also es geht ja so. Man muss ja Schule machen, Abitur machen, ein Studium machen, einen Partner kriegen, dann man sollte eine Zeit zusammen sein, heiraten und dann sollte man aber auch ein Kind kriegen. Und das war halt nicht. Und dann bin ich aber irgendwann an den Punkt gegangen, wo ich gesagt habe, nee, ich habe irgendwie gar keine Lust, dass die Gesellschaft mir genau diesen Weg vorschreibt, weil das bin ich nicht. Das passt einfach nicht zu mir und das passt zu meiner Situation jetzt nicht. Und ich bin nicht mehr bereit, weiter nicht glücklich zu sein, nur weil es irgendwie der Gesellschaft gerade nicht in den Kram passt. Und das war halt der Moment, wo ich dann den Schluss gefasst habe, okay, du machst das, hab mich informiert und hier und da. Und das war natürlich auch ein total langer Prozess. Was heißt das, du hast dich informiert? Hast du dann einfach gegoogelt? Ja, auch. Aber vor allen Dingen auch mich gedanklich auch damit befasst, will ich das und kann ich das? Weil natürlich, ist auch für mich, habe ich mir ethische Fragen gestellt. Möchte ich das für mich? Möchte ich das für mein Kind? Nehme ich meinem Kind was? Gebe ich meinem Kind was? Und das ist natürlich auch ein Prozess, der lange gedauert hat. Ich habe mit meiner Familie drüber gesprochen. Ich habe auch mit meinem Vater, meinem Bruder gesprochen, habe gesagt... Aber man muss dazu vielleicht sagen, wir sind auch so richtig klassisch aufgewachsen. Ne? Ja, total. Mama, Papa, Kinder, ein Familienhaus, Hund. Ja, total. So. Ja. Und trotzdem hatte ich aber total das Glück, dass meine komplette Familie offen dafür war. Und trotzdem bin ich immer erst ins Gespräch gegangen und gesagt, wie findet ihr das? Und seid bitte ehrlich zu mir. Und ja, und... Und mit das meinst du künstliche Befruchtung? Genau, richtig. Genau. Und weil natürlich habe ich mich am Anfang auch die Frage gestellt, ist das meinem Kind gegenüber fair? Aber wenn man sich ja so lange mit beschäftigt und
so viel diverse Familienmöglichkeiten kennengelernt hat, wo man auch einfach gemerkt hat, boah, also mit einem Partner ein Kind zu kriegen, ist toll, aber das ist keine Garantie für nichts. Und ja, und das war, glaube ich, echt dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt und bin auch bis heute happy mit der Entscheidung. Wie war das denn für dich, Nina? Du hast ja nicht von Anfang an geplant, alleinerziehend zu sein. Das war eher unfreiwillig. Wie war es denn jetzt für dich, dass deine Schwester sagt, ich will von Anfang an planen, alleinerziehend zu sein? Voll in Ordnung. Also, ich würde es ihr gleich tun. Also, dabei ist, ich hatte jetzt in keinster Weise, ich weiß, worauf du wahrscheinlich hinauslevelst, dass wahrscheinlich auch viele Alleinerziehende sagen, boah, ich muss damit leben und die macht das einfach von Anfang an. Mhm. Ja, aber das ist ja eine super freie Entscheidung und eine total reife Entscheidung. Und diese Frage, ist das fair dem Kind gegenüber? Natürlich kann man sich die stellen, aber wenn man an einen Punkt kommt, wo der Kinderwunsch extrem stark ist, und man sagt, okay, ich will jetzt auf jeden Fall ein Kind, kann man natürlich auch sagen, okay, wie fair wäre das denn, wenn ich jetzt zusehe, einen Mann zu kriegen, ein Kind zu kriegen und das ist dem Scheitern verurteilt? Also wenn wir, wie fair ist das? Das will ich niemandem unterstellen. Wie gesagt, wir sagen ja auch immer Mutter, Vater, Kind. Das ist auch ein wundervolles Familienmodell. Und nur wenn zwei, also wenn Frau und Mann ein Kind bekommen, kann man ja nicht sagen, okay, das wird ja sowieso nach 3 Jahren auseinandergehen. Nein, kann man auch nicht sagen. Aber ich bin halt der Meinung, auch von Anfang an geplant zu sagen, ja, ich hab das Setting, ich mache das alleine, finde ich völlig in Ordnung. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Hast du, oder wie können wir uns das vorstellen? Hast du auf einer Website einen Mann oder anonym? Oder, ja, wie funktioniert das? Das ist eigentlich, dass du dir eine Kinderwunschklinik suchst. In Deutschland mittlerweile in jedem Bundesland mehrere vertreten, die auch eben Singles behandeln. Und die wiederum arbeiten dann mit bestimmten Samenbanken zusammen. In Deutschland ist es so, und das finde ich auch super und das finde ich auch richtig, Deutschland lässt die Behandlung nur noch mit offenen Samenspendern zu. Heißt, das Kind hat die Möglichkeit mit 16 oder 18, das variiert immer ein bisschen, den Vater kennenzulernen. Ich bin mit Papa und Mama groß geworden und ich habe immer gesagt, ich finde es super wichtig, dass mein Kind die Wurzeln kennt. Also, und auch, oder sagen wir es so, es gibt immer mehr Frauen, die nach Skandinavien gehen. In Dänemark beispielsweise gibt es diese Regel nicht. Da kann man wirklich sich einen anonymen Spender suchen, Haarfarbe, Augenfarbe und fertig ist. Dann kannst du eintippen, ich will einen blonden Mann mit blauen Ganz Augen, genau. Der muss mindestens 1,80 sein. Ja, ungefähr so. Und, kann man auch so Hobbys und so? Nee, also danach suchen kann man nicht. Okay. Also es ist jetzt schon so, dass ich ziemlich detaillierte Informationen habe, also von wie ist er aufgewachsen? Das weißt du alles? Ja. Wer sind seine Eltern? Hat er Geschwister? Was waren seine Lieblingsfächer in der Schule? Was hat er für einen Beruf? Hat er Kinder? Und es gibt, das hat mir, glaube ich, uns die Entscheidung am Ende total erleichtert. Es gibt immer, also ich kann immer nur von der Samenbank reden, wo ich bin oder war. Es gab persönliche Briefe und die haben sich enorm unterschieden. Also von, ich bin jung und brauche das Geld, über eben auch... Wie viel Geld kriegen die denn? Bitte? Keine Ahnung. Keine Ahnung, das haben wir bis heute nicht rausgefunden. Aber es waren eben auch Briefe dabei, die waren an das zukünftige Kind geschrieben. Mit, hey, ich bin selber Papa von 2, 3 Kindern und ich möchte einfach Frauen helfen oder auch Paaren helfen. Diese Samenbanken sind ja nicht per se nur für Singles, die eben dieses Glück nicht haben. Und ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Und ja, und das waren halt eher so die Punkte, auf die ich dann geguckt habe. So das Emotionale? Ja. Oder hast du auch sehr auf das Äußerliche geachtet? Genau, also dieser Brief war mir irgendwie am allerwichtigsten, weil da ist irgendwie so am meisten rübergekommen, wo ich dachte, okay, das passt irgendwie zu mir und ja. Und hast du es deiner Schwester vorher gezeigt und gefragt, ob der okay ist? Sie hat den Brief vorgelesen. Ja. Mehrere. Und bei dem Brief habe ich gesagt, das. Der ist er. Ja. Da ist er. Ja. Okay. Du hast da jetzt einen Brief von jemandem gelesen, der euch beiden schon gefallen hat, richtig? Mhm. Das scheint ein cooler Typ zu sein, richtig? Ich hoffe. Hast du Bock, ihn kennenzulernen? Also nicht jetzt, weil er der Vater sein soll, sondern einfach, weil er ein toller Mensch ist? Ja, also wenn du dir diese Briefe durchliest oder den Brief, natürlich denkst du einfach, was ist das für ein cooler Mann? Der hat die Story, ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten über ihn, aber wow, wie ist er aufgewachsen, dass der so cool drauf ist? Ja, ja, schon, auf jeden Fall. Aber du wirst ihm nicht nachgehen?
Ich habe gar nicht die Möglichkeit. Ah, krass. Also, das du ist, auch nicht? Nein, also, ich habe nicht die Möglichkeit. Auch nicht, wenn dein Kind 16 ist? Nein. Also der, krass, das wäre nichts für mich. Das Kind, also das ist wirklich, man muss sich das so vorstellen, alle Informationen liegen bei der Samenbank und nur das Kind hat die Möglichkeit, den Weg zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte jetzt wissen, wer mein Papa ist und nicht andersrum. Also was auch für ein Power-Move. Boah, das ist irgendwie so mega cool. Also ich finde das eine gute Regelung. Einfach so, nur das Kind steht im Zentrum der Entscheidung, was mit der Identität der Person passieren kann. Finde ich geil. Bei dir hat es ja auch nicht sofort geklappt. Und du hast es auch vorhin schon angesprochen in der Vorrunde, dass du eine Fehlgeburt durchlebt oder überlebt oder erlebt hast. Mhm. Wie sage ich das am besten? Erlebt, fast. Erlebt. Weil ich habe was im Vorfeld dazu gehört und da hat eine Frau davon gesprochen, dass sie es überlebt hat. Und das fand ich ganz interessant und wusste gar nicht, wie ich das am besten sage, weil ich das noch nicht erlebt habe. Und kann mir nur annähernd vorstellen, wie schlimm das sein muss. Also auch für natürlich Familie, die dabei ist. Wie war das für dich oder für euch, wo auch jetzt zum Beispiel die Follower schon wussten, dass du schwanger bist? Ihr habt das alles geteilt und dann gab es eine Fehlgeburt. Also wir haben es bewusst geteilt. Am Anfang haben wir, glaube ich, noch überlegt, so, ja, wollen wir es teilen? Wollen wir diese magischen 12 Wochen abwarten? Warum warten wir die ab? Also warum wartet man die generell ab? Und dann haben wir gedacht, okay, man wartet sie doch eigentlich nur ab, damit im Fall der Fälle, wenn es eben nicht klappt, falls man eine Fehlgeburt erleidet, dass man dann damit nicht an die Öffentlichkeit gehen muss, damit man dann in seinem Kämmerchen still weinen kann und danach wieder so tun kann, als wäre alles super. Und das war, glaube ich, so der Moment, wo wir gesagt haben, nö. Weil wenn ich es jetzt nicht sage, heißt das denn, ich darf mich jetzt nicht freuen, weil die 12 Wochen noch nicht rum sind? Heißt das im Umkehrschluss, ich darf aber auch nicht traurig sein, wenn ich eine Fehlgeburt in den 12 Wochen habe? Passiert sie in der 13. Absolut, dann darfst du trauern, davor nicht. Und deswegen haben wir, glaube ich, von Anfang an gesagt, wir machen es öffentlich. Dass es dann so kommt, kann natürlich keiner wissen. Und ja, auch in der Situation habe ich mir manchmal gewünscht, hätte ich es nicht gesagt. Und jetzt rückblickend sage ich, okay, es war genau richtig. Wieso war das genau richtig? Wir haben so viele Zuschriften bekommen von Frauen, die erzählt haben, sie haben eine Fehlgeburt erlitten und niemanden davon erzählt. Weil, naja, das wusste ja noch keiner. Und weil ich es noch keinem erzählt habe, konnte auch einfach gar keiner verstehen, warum ich einfach wochenlang total traurig war. Ja. Sogar aus dem privaten Umfeld haben wir WhatsApp-Nachrichten abends bekommen. Hey, jetzt kann ich es ja auch erzählen. Und man dachte so, oh, ja, wie jetzt? Wir sind uns in der Woche 5-mal über den Weg gelaufen. Ich habe dir einen schönen Tag gewünscht. Und ja. Ich finde es nämlich auch voll krass, dass das immer nicht gesagt werden soll. Ja. Und das ist so, viele meiner schwangeren Freundinnen erzählen mir sehr oft, dass die ersten 3 Monate die allerschlimmsten sind und dann man irgendwie, keine Ahnung, im Büro steht, es geht einem schlecht, aber niemand weiß warum und du kannst es auch nicht sagen. Und es ist eigentlich so beknackt, weil wenn wir alle darüber sprechen würden, dann hätte man einfach dieses große Mysterium nicht und es wäre, glaube ich, besser für alle und es wäre auch besser zu sagen, wir müssen darüber reden, dass es auch Fehlgeburten gibt, denn es gibt sehr viele, viel mehr als man denkt, aber es wird einfach nicht drüber gesprochen. Und jede zählt. Jede zählt, genau, jede auch zählt. Unter der 12. Woche. Ja. Aber ihr habt jetzt auch durch diese Fehlgeburt ein etwas Neues erschaffen, was auch dazu beitragen soll, dass weiter darüber gesprochen wird. Genau. Ja, bei uns war es, als wir halt überlegt haben, direkt das auch mit der Öffentlichkeit zu teilen, war natürlich der erste Gedanke, okay, dann werden wir es auch unserer Püppi sagen. Also Lara hat ganz viel mit ihr zu tun und wir sind immer zusammen. Ich habe ihr dann irgendwann zu mir genommen und habe gesagt, also sie wusste ja den Prozess, sie wusste ja, Lara wünscht sich ein Baby und auch die künstliche Befruchtung haben wir kindgerecht eingepackt und gesagt, da gibt es eine Frau Doktor, die der Lari hilft und ja, sie hatte so ihre kindliche Vorstellung davon, wie das läuft, die haben wir ja auch gelassen und ja, dann habe ich halt irgendwann gesagt, du Schatzi, es ist jetzt wirklich so, dass das geklappt hat und die Lari hat ein Baby im Bauch. Ja, ach, wie schön. Und dann habe ich halt so ein bisschen versucht, das zu dämpfen und habe halt nur gesagt, du, das ist am Anfang so ein bisschen kompliziert. Dieses Baby ist da jetzt, aber das muss ich jetzt erstmal umsehen, ob alles passt, ob alles auch so ist, dass es hier bleiben will. Und für sie war das so, ach ja, ja, verstehe ich, logisch, logisch. Und dann war die Geschichte auch fertig. Ja. Und dann
dann ist es halt passiert. Und es war natürlich sehr emotional für uns und wir haben ihr das erzählt und sie war gar nicht emotional. Und ich war erst so, warum weint sie nicht? Was ist los? Und ja, sie kam so zu uns, hat sich zu uns gesetzt und gesagt, ja, aber guck mal, wie lange wir nach einer Wohnung gesucht haben. Oh, ja. Und jetzt hat es einfach nicht gepasst. Und sie hat auf einmal von einer Höhle geredet, die dann vielleicht nicht kuschelig genug war. Genau. Und ich soll nicht traurig sein, weil dann hat es nicht gepasst. Und vielleicht kommt das nächste Baby und fühlt sich richtig wohl. Ja, und sie stand nur auf, drückte sie einmal kurz und ging in ihr Zimmer spielen. So. Und damit war das Thema für sie abgehakt. Und ich fand diese Vorstellung, diese kindliche Naivität, fand ich so genial in dem Moment. Sodass da was war, was kommen wollte, was gerade nicht gepasst hat und noch mal die Rückreise angetreten hat, aber es fürs Nächste passt. Mhm. Und an diesem Punkt, an diesem Tag, auf diesem Sofa, kam die Idee, das in den Kinderbuch zu packen. Ja. Und Tarek grinst schon. Tarek, ja, ich ist ein großer Fan. Fan. Ich habe es jetzt schon lesen dürfen. Sternenhimmel, so heißt es ja. Und ich bin gelernter Erzieher. Und ich weiß, wie wichtig es ist, viele Kinderbücher zu haben, die auch genauso welche Themen ansprechen. Und ich finde die Bilder toll, ich finde die Story toll. Also nicht die Story, aber ich finde, wie das geschrieben wurde, toll. Und dieser kindliche Blick drauf. Ich bin großer Fan. Meine Kinder werden alle Sternenhimmel lesen. Hey, wie schön ist es, wie das Kind damit umgegangen ist, ne? Ja. Also wie die, so selbstverständlich. Aber so ist es ja auch. Ja. So, das ist ja einfach das Leben, so, ne? Ja. Wir wünschen uns, dass es so läuft und oh, ich will unbedingt und passt oder passt nicht so. So unabhängig von unseren Emotionen und unseren Wünschen und so. Und dann kommt das kleine Kind und sagt, hey, ich wollte dir kurz was erklären, wie das hier läuft. Das passt manchmal und manchmal passt es nicht. Und jetzt gerade hat es nicht gepasst, aber für jemanden wird es wieder passen. Deswegen, schönen Tag, ich gehe spielen, ciao. Ja, so war das. Und es war so völlig wertfrei, weil ich weiß, gerade beim Thema Fehlgeburt ist auch oft diese Schuldfrage. Mhm. Wer ist schuld? Bin ich schuld gewesen? Habe ich was falsch gemacht? Und sie war halt einfach so, das hat sie nicht gesagt, aber es war so nach dem Motto, okay, wir müssen jetzt gar nicht darüber diskutieren, wer schuld, wer nicht. Ist einfach so. Ist einfach so. Face it. Hier geblieben, hier könnt ihr nämlich direkt klicken und dann seht ihr den nächsten deepen Talk von uns. Und hier gibt's ein Video von unseren KollegInnen von Funk. Lohnt sich auch.